Und da sind wir bei A Nonetheless Thief. Eine neue Thief-Fan-Mission. Was heißt neu? Sie ist auch vom Contest 4. Und ja, in dieser Mission sollen wir mal nicht escapen, sondern fliehen. sollen wir nicht escapen, sondern fliehen? Nee, sollen wir irgendwo einbrechen? Und um zu beweisen, dass wir einfach ein Dieb sind. Dennoch sind wir ein Dieb. So, Necessity is a mother. Okay. Wir spielen es aber trotzdem. Oh, es ändert sich doch was. Okay, nur der Loot ändert sich. The statue of Caritusenius alone will pay the rent. It may to be easy to get, but how many people can make the rent in one's night work? Steal it. Eine Statue stehlen von irgendeinem Typi. It may not be an open exhibit. But you have it on good authority that the creator has acquired the legendary Amphora of Mars. With a little effort, it could be yours. Okay, zwei Sachen müssen stehen. Und natürlich den Loot. Even a good fans will take a while to move these two priceless items for you. In the meantime, you have bills to pay. Make sure the trip is worth the effort and get at least 2400 in cash and other Neko tables tonight. Neko tables? Nature tables. Was heißt das? Ich muss da mal später mal nachgucken. Wow! Und wir fangen ja ziemlich gut an. Hat er einen Beutel bei sich? Oh. 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 Okay, das ist... Wasserfeuerprügel. Eines. Da war doch was. Nicht schon. Wow, ist das mit Absicht so? Alter, Alter, Alter. Ist das geplant, dass man so viele Wachen am Anfang hat? Der Koch hat für uns heute... Wer ist da? Startenmodus, boop! Vermutlich nur der Herr, der irgendwas überprüft. Scheint alles ruhig zu sein. Ja, es ist ziemlich ruhig. Verdammt! Wie seid ihr hier hereingekommen? Kann ich über dich... Kann ich über dich drüber springen? Wie wär's damit? Wie mache ich das? Okay, schneller müssen wir sein. Nicht der Rede wird, dann bin ich ein Adel. Kommt endlich heraus, wer immer ihr auch seid. Okay, ich muss viel, viel schneller sein. Ich verstehe schon, wie es läuft. Fuck. Okay, okay, okay. Nicht schon wieder. Scheint alles ruhig zu sein. Jetzt hat er mich gesehen. Vorhin war es besser, da hat mich keiner gesehen. Startenmodus. Scheint alles ruhig. Du legst dich mit dem. Ah, fuck you. Es sah aber gut aus. Warte mal, wir versuchen es nochmal. Wir haben ja 11 Wasserpfeile. Ah, dieser. Fuck. Es ist ein bisschen auch auf Glück. Schon wieder. Bist du's? Wer ist das? Ich hoffe, der sieht mich nicht. Ich mag es nicht, wenn da jemand herumschleicht. Wow! Wir haben es geschafft. Wir haben den Anfang hinbekommen. Der irgendwas überprüft. Okay, okay. Der hat auf jeden Fall einen Geldbeutel bei sich. Da ist schon der nächste Bogenschütze. Und der hat auch einen Geldbeutel bei sich. So, wenn der sich wieder umdreht. Wobei, wir könnten das Licht da löschen. Hallo? So, jetzt ist es ein bisschen dunkler hier. Komm, 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 komm. Nein!
Okay. Ich frage mich, ob ich es schaffe nach der Wache. Hä? Was zum Teufel ist hier los? Die drehen völlig ab. Die sind völlig kaputt in der Birne. Es gibt einfach keine Vögel mehr. Wer macht da so einen Krawall? Ist da irgendwer? Hallo? Das ist genau so eine Scheiße. Alles ruhig. Waren wohl Ratten. Da scheint nichts mehr zu sein. Okay. Was stimmt da nicht? Okay, ich versuch's. Ich versuch's. Das ist mal. Normalerweise ist es. Ich versuch's mal, hier lang zu kommen. Hier ist ja alles dunkel, oder? Hier sieht das aus wie die Außentüren. So, nochmal checken. Also wir brauchen nur Loot und zwei Sachen. Das heißt, sobald wir den Loot komplett haben, ist die Mission so gut wie beendet. Und deswegen muss ich wieder den Loot vorher sammeln. Du hast auch einen Beutel bei dir. Den Loot vorher sammeln. Und danach. Danach. Du hast nichts mehr. Der Typ hier vorne an der Türe. Der hatte wirklich nichts, ne? Ne. Und der Typ, der hier vorne patrouilliert, hatte auch nichts. Und zwei Wachen haben wir hier drinne. So. Hier muss ich das Licht löschen. Ich hab da was gehört. Hat er auch Beutel bei sich? Komm hier. Der hat keine Beutel bei sich. Okay. Wir haben hier zwei Eingänge, die genau identisch sind. Es gibt jeweils eine Wache, die vorher patrouilliert, und eine Wache, die vor der Tür steht. Das heißt, wir brauchen ja Planung. Seltsam. Fuck, ey. Das ist... Wie soll man das... Jetzt, und jetzt komme ich wieder auf etwas zu sprechen, was ich eigentlich ungern erwähne. Aber es gibt ja diese sogenannten, ich mache gerne Gänsefüßchen dran, Ghosting Rules. Bitte, ghostet diese Mission. Macht es. Versucht es. Ich will es sehen. Ich will sehen, wie ihr diese Mission ghostet. Ich will sehen, wie ihr diese Mission ghostet. Wie gesagt, ghosten ist... Es gibt Ghosting Styles und ich bin der Meinung, jeder hat seinen eigenen Ghosting Style. Weil jeder anders agiert und das ist das Tolle ja an Thief. Wenn jeder gleich spielen würde, dann wäre das Spiel... dann würde ich das Spiel schon wieder weglegen. Dann wäre das absolut nicht mehr interessant für mich. Gerade weil jeder seine eigene Weise hat, wie er spielen kann. So. Das wäre zum Beispiel so eine Mission, wo man angeblich nicht ghosten kann, weil man das Licht löschen muss. Aber ganz ehrlich, das ist doch genau richtig. Wenn das Licht löscht und da reinkommst, das kann ja ein Wind gewesen sein. War wohl nur der Wind. Hi. Läuft's oder läuft's? Irgendwas stimmt hier nicht. Ne, die drehen hier völlig ab. Aber die Frage ist ja, muss ich überhaupt hier hinten lang? Eigentlich nicht, oder? Ich versuche nach dem Bogenschützen so schnell wie möglich hier wegzukommen. Weil ich glaube, es ist egal, welche Seite ich gehe, weil beide sind gleich. Und ich glaube, die haben hier nichts. Keine Items. So, das heißt, ich muss jetzt in einen dieser Räumchen rein, ohne gesehen zu werden. Hier ist es schon schön ein Stück duster. Ich weiß nicht, ob es hier vorne genauso duster ist. Hast du das auch gehört? Die Türen kann man einfach öffnen. Interessant. Ich kann mich hier nicht hochziehen. Jetzt. Okay, warten wir auf der dass der Bogenschütze weg ist. Ich glaube, ich hatte das Gefühl, dass diese Mission nicht darauf ausgelegt ist, zu ghosten, sondern dass man hier tatsächlich die Wachen K.O. schlagen soll. Beziehungsweise sogar vielleicht... Halt! Nicht. Stehen geblieben! Der sieht mir... Ja gut, es ist ja ein Glas. Ja, natürlich kann er mich hier sehen.
endlich mal ein Safe Point. Ja, ist die Toilette. Das ist der sicherste Platz meines Lebens. Oh, hat jemand sein Geld liegen lassen. Wie viel wollen wir haben? 2500? Ja, verarscht mich doch. Oh, Wasserpfeil. Sehr gut. Ich habe das Gefühl, dass er... Also, irgendetwas stimmt nicht. Klang mir irgendwie nicht nach Ratte. Naja, die sehen, dass das Wasser... Die sind sehr aufmerksam auf jeden Fall. Okay, der guckt in meine Richtung. Das heißt, ich muss das Licht hier auch löschen. Wer macht da so einen Krawall? Zeig dich. Jetzt drehen sie da draußen schon wieder durch. Ich höre eine Kamera. Jetzt versuchen wir hier lang zu schleichen. Oh ja. Wer ist da? Ist da jemand? Halt, oh! Alter! Voll in den Rücken! Okay, er kommt. Schnell. Aber wie mache ich das? Ich muss so schnell wie möglich da rein. Ich glaube, ich muss das Stück für Stück machen. So, jetzt kommt die Wache. Jetzt müssen wir der Wache hinterher. Wir haben keine Moospfeile übrigens. So, das ist der Punkt. Jetzt muss es funktionieren. Konzentration. Nee, halt. Ohne Pfeil. Mit Pfeil werde ich sichtbarer. Concentration. Das Licht ist sehr gut gesetzt. Oh Gott, der wird mich doch sowas von sehen. Hey, ich bin unsichtbar. Da sind die Statuen. Alle total hibbelig. Das Gute ist, dass er mich gerade nicht im Blick gefangen hat. Ich habe nur noch... Oh, ich habe nur noch zwei Wasserpfeile. Hat er mich gesehen? Okay, ich mache wieder mal einen extra Safe. Ich versuche jetzt die andere Tür noch knacken. Die Statuen selbst müssten ja dann auch Loot geben. Gott, ey. Also hier rechts waren wir ja schon. Geht nicht. Ich brauche einen Schlüssel. Schattenmodus, pop! Nun, verdammt. Ah. Mein Schattenmodus hat nicht funktioniert. Boah, bald ein Rotz für dich. Sind das zwei Wachen? Weil die so schnell ist? Oh Gott. Hier müsste ich aber nicht gesehen werden. Sehr gut.
Also ich glaube schon, dass es wahrscheinlich so gedacht ist. Ah, fuck you. Das ist mal wirklich eine Herausforderung. Ich kann die Statue nicht stehlen. Kameras, zwei Statuen und da hinten ist auch noch eine Statue. Wir können uns das ja mal angucken in Ruhe. Wer bewegt sich da? Okay. Halt, was ist die? Ein ganz kleines Klick. Und schon wurden wir gesehen. Oh, kein Sound, kein Sound. Die Statue kann man gar nicht stehlen. Doch, was? So nah muss ich ran? So nah muss ich an die Statuen ran. Hier werde ich doch bestimmt sichtbar, oder? Nee. Ach, hier kann man wirklich schleichen. Interessant. Oh, hier, guck mal. Die muss ich doch garantiert einschlagen. Okay, so komme ich an die ran. Und die komme ich auch so ran. So, wir testen das, weil ich ja eh den K.O. schon gemacht habe. Ne, die muss ich anders rausholen. Okay. Keine Bewegung. Hey, Schluss mit dem Unsinn. Okay, alles gut. Die seufzen jedes Mal. Was ist denn das für eine Scheiße? Ich kann mich nicht mal lehnen, ohne dass der durchdreht. Wer ist da? Schluss mit dem Hier, was ist das? Was ist das für eine Scheiße? Oh, das ist so blöd. Okay, wir versuchen es hier vorne. Okay, jetzt hier lang. Kribbeln gerade die Finger. Oh, ich will sie am liebsten wirklich. Ich muss ja wirklich jeden Scheiß speichern. Das ist genau das, was ich eigentlich nicht mag. Wenn es zu oft ist. Wir haben so wenig Loot. Nein. Yes. Da gibt es manche Leute, die würden schon längst durchdrehen hier. So, jetzt müssen wir wieder raus. Kann ich jetzt an den Ding einfach vorbeischleichen? Also die Tür müssen wir erstmal aufbekommen. Wir haben noch einen Wasserpfeil. Den würde ich hier vorne gerne verwenden. Ich nehme mal wieder diesen Speicher hier. Weil anders kommen wir nämlich nicht mehr zurück, weil das macht da so einen Krawall. Dass das so im Kreise führt. Wobei hier ist auch. Oh, da sieht mich hier genauso. Ich hab eine Idee. Ich verbrauch den nicht. Wir warten, bis der Bogenschütze hier vorbeigeht. Dann gehen wir schnell links in den Raum rein und versuchen noch bis zum Klo zu kommen. Vielleicht schaffe ich es noch. Das wird aber verdammt schwer.
Dann mach ich, glaube ich, ein Quicksave. Es gibt einfach keine Vögel mehr. Wir wecken alle die Vögel mit ihrem Gezwitscher auf und sagen mir Nacht. Da kommt er. Lass mal die Tür offen. Durfte mich ja eigentlich nicht mitbekommen. Hier ist nichts. Hä? Okay, okay, Leute, ich muss mal kurz. Okay, ich stehe jetzt hier angeblich draußen. Den Bogenschützen schnappe ich mir als nächstes. So, und dann gucken wir uns hier jetzt mal genau um, wer den Schlüssel hat. Lärm? Halt die Klappe. So. Jetzt ist wieder alles ruhig. Na gut. Ich würde nämlich sagen, dass hier das Steuerding ist für die Statue. So, warte mal, wir gehen mal raus. Das Problem ist, hier können wir nicht raus. Ich hasse schräge Töne. Wer hat das gesagt? Na egal. Verdammte Ratten. Ich weiß nicht, was es war. Ich will hier, ich will mich nicht nach vorne beugen. Wir haben ja das Problem schon gesehen. Ist ja gut, du blöde Kamera. Der ist ein bisschen weiter weg. Ich will trotzdem keinen Krach machen. Die hören das bestimmt. Wenn ich im Fliesen rumtrample. So, jetzt gehen wir wieder. Ach, da können wir nicht lang. Wir gehen auf der anderen Seite raus. Wir machen jetzt alles K.O. Ich will wissen, wer den Schlüssel hat. Weil wenn ich da jetzt einschlagen muss, dann vergisst mein Ghosting. Da bleibe ich ja nicht. Das war ein Krawall. Wer hat das gesagt? Okay, schaffe ich den K.O. zu schlagen, oder? Wer ist da? Sind Sie das? Warte mal. Nicht der Rede wert. Letzter Wasserfeier. Upp. Hat das einen Unterschied gemacht? Ja, ein bisschen. Also im Grunde ist es ja alles schaffbar. Ach so, Bogenschütze. Nur einer dieser Pisser muss diesen blöden Schlüssel haben. Halt die Fresse. Der hat nur bis jetzt. Wer ist da? So, der ersten. Oh, wie ruhig das auf einmal wird, wenn die ganzen Wachen weg sind. Ich bin ein Meister Ausnocker. Ausnocken ist kein Problem. Jetzt dreht er sich nochmal um. Schaffe ich es noch, bevor der Bogenschütze kommt? Ich denke mal schon. Der hat auch keinen Schlüssel. Auf der anderen Seite wird es schwerer. Der da drin ist noch übrig. Die sind noch übrig. Was habe ich da nur gesehen? Gut, die Wache da an der Tür würde ich auch bekommen. Oh, dieses Sch-
Das ist ein bisschen komisch. Seht ich weit. Na komm mit, komm mit, komm mit, komm mit. Wie seid ihr hier hereingekommen? Na komm, 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 komm. Oh, du bist ein bisschen komisch. Oh! So. Seltsamer Laut. Oh nee, warte mal, das ist nicht gut, wenn ich den K.O. schlage. Was habt ihr hier zu suchen? Komm mit! Nun rollen Köpfe! Ja, komm mit, komm mit, komm mit. Komm mit, komm doch mit. So, den haben wir. Der steht immer noch da wie so eine... Der hat auch keinen Schlüssel. So, keiner dieser Guys hat den Schlüssel. Wer hat den Schlüssel? Keiner hat den Schlüssel. Weißt du, ich habe mir jetzt so viel Mühe gegeben, hier durchzukommen. Und dann ist sowas hier auch noch. Haben wir sonst irgendwas noch im Inventar? Naja, dann schauen wir mal rein, was in dieser... Also man kann sie nicht knacken. Ein Schlüssel vielleicht hier irgendwo an der Seite. Hier war nur Loot drin, was ich ein bisschen schade finde. Weil es hätte gut gepasst, wenn hier noch ein Schlüssel gehangen hätte. Auf Toilette war ja auch nichts. Hier ist auch nichts. Keiner dieser Leute hat den Schlüssel gehabt. Weißt du, die sollen ja das in den Bereich bewachen. Da ist noch Wasserfall gewesen. Interessant. Klo selbst. Wir haben jetzt die Läden ausgenockt. Na gut, dann... Ich weiß, ihr wollt... Oh, warte mal, ich habe kein Schwert. Man hat in dieser Mission kein Schwert. Mal sehen, ob ich es so aufkriege. Purer Gewalt. Ja, Blackjack macht immer nur ein Schildschaden. Aber ich glaube, diese Tür hört sich so an, als... Nee, ich glaube, die kann man nicht aufschlagen. Das heißt, der Schlüssel ist hier irgendwo im Haus. Ich gucke mir nochmal jede Wache an. Nicht, dass hier... Halt, warte mal. Ich bringe die mal ins Licht. Obwohl, hier ist es hell genug. Du hast auch keinen Schlüssel. Du hast auch keinen Schlüssel. Hä? Ist irgendwie ein Mechanismus oder sowas? So, dass das Licht nicht wieder anmachen kann. Du hast auch keinen Schlüssel. Du hast definitiv auch keinen Schlüssel. Gut, das hätte ich ja mitbekommen, wenn die einen Schlüssel gehabt hätten. Schlüssel im Klo gefallen? Nein. Hapcha! Auch kein Schlüssel. Die Wachen hier. Kein Schlüssel. Hinter dem Türmchen ist auch kein Schlüssel. Der hier. Die am nervigsten war, die Wache. Der ist fett. Der hat auch keinen Schlüssel. No key. No key. Wer hat den Schlüssel? Ich will da hoch. Ich will mal das Dach sehen. Die kann man auch stehlen.
Die Bilder kann man auch stehlen. Das Ding kann man bestimmt mit dem Mechanismus öffnen. Okay, die Bilder kann man... Das frustriert mich gerade. Das ist wirklich ein frustrierender Part. Gut, es war klar, dass es hier sein muss, aber... Hallo? Hier drinne? Da guckt doch keiner nach. So, safe. Oh ne, er kommt wieder. Gut, wir sind auf jeden Fall schon mal richtig. Wir öffnen, können jetzt endlich die Tür öffnen. Ich habe nur vergessen, den Wasserfall vom Klo zu holen. Es geht nach oben. Es gibt anscheinend noch mehr zu entdecken. Hör ich nichts? Hör ich auch nichts? Hier schläft jemand. Ach du Scheiße. Hallo? Moment, wir schauen uns erstmal um, was es hier gibt. Ob sich das lohnt, hier reinzugehen. Oh, hier ist eine Nachricht. Wesley, then I tap on the wand twice. Hits a switch for the display case. I hit it 3 times when the statue is in the case. Close it immediately when you hear the 3 taps on the wall. Don't tell any of the other guards about the control room. I'm counting on your discretion. Naja. Okay, James. Achso, also das ist quasi, es gibt einen Schalter, womit man das Ding öffnet, wie ich schon gesagt habe. Und das ist wahrscheinlich im Kontrollraum. Ah, oh, Junge, geh da weg. Mehr gab es ja auch nicht. Okay, also lohnt sich der Raum nicht. Außer die Information. So. Ich hoffe, dass ich an den Schlafenden vorbeikomme. Der hat auf jeden Fall nichts bei sich. Und ich dachte schon, ich muss hier wirklich das Licht löschen. Ne? Ach, hier ist der Herr. James David Frigerly, Creator of the Escarpment Gallery. Escarpment. Finally, a creator of my own exhibit hall. Of course, it's a small gallery, but it's only a beginning. Ach, hier über erzählt über seine Statuen, die er hier endlich drin hat. Things are finally starting to go my way. Natürlich. Oh, der große Brillen. Abgeschlossen. Da ist auch nichts bei dir. Die Stadt muss ja richtig viel wert sein. Ah, wer war das? Er bleibt einfach liegen. Oh oh. Naja, wie soll man es sonst machen? Was war das? Wo ist der Control Room? Hier geht's nur hoch. Dass der so aufgeschreckt da auf dem Tisch steht. Warte mal, da ist ein Schalter. Seht ihr das? Ich muss doch in den Raum rein. Okay. Secret? Wo führt mich das denn hin? Das ist der Control Room. Display Case. Wir haben aber gerade mal 785. Die Amphora und die Statue soll ich stehlen. Und... Oh.
Ein Seilfall? Ein Seilfall. Okay. Gut, dann wollen wir mal. Ich hoffe, das Ding bleibt offen. Sir? Sind Sie das? Jetzt wohl nicht. Achso, die Gemälde kann ich auch noch stehlen. Hä? Tja, wir haben die. Wir haben die Standuhr. Wir haben noch die Amphora, fehlt mir noch. Fuck, wie komme ich denn jetzt an den da ran? Und an den da. Es gibt einfach keine Vögel mehr. Ich versuch's jetzt einfach mal an dem Licht vorbei. Die Vögel mit ihrem Gezwitscher auf und dann. Sir? Sind Sie das? Wir suchen ein kleines Vögelchen. Na egal. Das habe ich nicht mehr gehört. Ich weiß nicht, was es war. Sie schade. Hallo? Zeig dich! Es funktioniert. Kein Geräusch weit und breit. Oh Gott, mein Herz. Oder sollte man wahrscheinlich gegen alle töten oder kämpfen? Keine Ahnung. Wie sich das jetzt hier, wie sie sich das gedacht haben. Okay, das wird schwerer hier. Oh, ich komme einfach so ran. Okay. Na gut. Na gut. Ich bin eine Wache. Gut, wir gehen nochmal hoch. Wir gehen nochmal zum. Eines Tages werde ich kein. Sir? Sind Sie das? Die Amphora müsste wahrscheinlich dann oben sein. Und das heißt, ich suche hier mal entspannt. Da! Hätte ich mir auch schenken können. Du brauchst Secrets, um weiterzukommen. Ich habe ja euch schon mal erzählt, was das bedeutet. Oh, schön, schön, schön. Kann ich das hier auch wieder schließen? Na gut, dann komme ich hier wahrscheinlich nicht mehr raus. Aber das wird er hören und aufschrecken, oder? Ich hoffe es nicht. Also muss jetzt so viel Schotter drin sein, dass ich mein Ziel erreiche. Weil sonst weiß ich nicht, wie ich die Mission sonst beenden soll. Oh, ja. Sei noch ein richtig starker Safe. Und das noch ein bisschen lang zu ziehen. Ja. Oh, ist das wenig. So, jetzt habe ich nur noch meine Hoffnung in die Amphora. Und dieser Safe geht nicht auf. Den Schlüssel hat bestimmt der Meister da versteckt. Ist da jemand? Okay, hier. Ich habe mich wohl getäuscht. Wir locken den mal kurz aus. Ich bin fort! So. Ach, da war auch noch Loot. Natürlich war da Loot. Das Bild kann ich nicht mitnehmen. Der schläft noch, gut. Kein Schalter, nichts Verstecktes. Warum Seilpfeil? Ist das Holz? Es macht zwar Krach, aber ich geh mal hier hoch. Huh. Die Pfeile bleiben einfach stecken. Man kann die Seilpfeile hier verwenden. Kann man hier nicht raus? Ich kann meinen Prügel nicht benutzen jetzt. Nee, funktioniert nicht. Warum bekomme ich den Seifer? Das muss ja einen Grund haben.
aus wie... Warte mal. Ich könnte mich irren, aber vielleicht ist das ja ein, hinter dem Gemälde ein Dings. Oh Gott. Warte mal, ich mach dir mal kurz Noki. Damit ich hier nicht so viel Krach mache und der nachher aufschreckt. Ich muss ja nur den Schalter suchen, ne? Echt? Ach da. Wie ich's mir dachte. Der Schlüssel. Und den Loot haben wir noch nicht komplett. Gut. Jetzt ist die Frage, wie schaffe ich das jetzt? Ich habe ja noch... Ich habe kein Wasser... Was war das? Ich habe kein Wasserfilm mehr. So, da hinten war der Schalter. Waren wohl nur Ratten. Ist ja ekelhaft. Okay, vorsichtig. Ich häng fest. Ich habe einen Hänger. Waren wohl nur Ratten. Ist ja ekelhaft. Man muss die Secrets finden, um weiterzukommen. Oh, das war laut. Wollen wir es noch wieder zumachen? Ja, natürlich. So, meine letzte Hoffnung. Nein, nein. Mir fehlt noch Loot. Mir fehlt noch Loot. Natürlich fehlt mir noch Loot. Ich erinnere mich, es gab noch diese komische Stelle, die wir vorhin gesehen haben. Ah, jetzt sehe ich es gerade besser. Das scheint... Deswegen der Sci-Fi. Oh, das ist ziemlich linear. Fuck. Gut, also ich habe ein extra Safe gemacht. Wie gesagt, ich wollte jetzt noch nicht die Urne. Schnappen und danach schaffe ich das mit dem Loot nicht. Jetzt schaffe ich es nicht mehr mal, diesen einen Balken da zu treffen. So. Na, zieh dich hoch, Junge. Okay, das sind zwei Truhen. Okay. Ich muss beide knacken und dann alle beide gleichzeitig looten. Sonst schaffe ich das nicht. Das ist ja richtig fies. Vor allem, wenn du kriegst am Ende, bekommst du dann den Seilpfeil, wo du dich denkst, hey, warum? Weil man da vorher nicht so drauf geachtet hat und jetzt auf einmal macht der Sinn. Das ist ein bisschen... Na gut, da werde ich später noch drüber reden. So. Und jetzt auf der anderen... Warte mal, ich kann hier eigentlich abziehen. Ich mag es nicht, wenn da jemand herumschleicht. Ich müsste es, wie gesagt, gleichzeitig schaffen. Also eine Vase war es ja. Eine Vase. Ah, ne. Es sagt mir nicht, dass das das hundertprozentige Loot jetzt hier ist. Auftrag erfüllt. Statistik. Fick dich. Wo waren denn 100 Loot? Secrets 3 von 4 gefunden. Vielleicht auf Klo. Vielleicht auf Klo. Sekunde. Ich check das noch schnell, weil es ist ein bisschen ist blöd. Achso. Ah, oh, ich habe den Ex. Wann habe ich mein Quicksave gemacht? Ah, da, das war mein Quicksave. Also ich war direkt auf Klo, okay. Achso, das war nochmal der Wasser. Es war wirklich auf Klo. Okay.
Oh, nicht, werde ich nicht sehen. Kommt heraus und kämpft! Seht, ich weiß, dass ihr hier irgendwo seid! Nein! Ich hätte den Seilfall nicht gleich in die Hand nehmen sollen. Es kommt schon. Oh Gott. Halt! Steh! Ach, weißt du was? Leck mich einfach am Arsch. Ich hau den Seifer aber trotzdem schon mal rein. Geh! So, jetzt nochmal knacken. Da waren die 100 Gold, die mir gefehlt haben. Alles in Secrets. Na gut, ich fühle mich belohnt, da ich den Loot zusammenbekommen habe. Aber jetzt reden wir gleich mal darüber, was hier überhaupt Phase ist. So. Weil das ist ja gar nicht. Das ist. Eigentlich kann ich die Mission jetzt schon cutten, aber ich will trotzdem euch das noch. Ich will den Triumph mit euch erleben, wenn ich jetzt die letzten Dinger sammle. Also in jedem dieser Räume war was. So. 100% Leute. 100% keine K.O.s. Was soll ich dazu sagen? Ich bin einfach. Ich bin unbesiegbar. So. Okay. Wir haben alles. Und jetzt einfach mit der Bewertung durch. Gameplay. Es war verdammt anstrengend. Ersten Moment dachte ich mir, wow, cool, mal eine Mission, wo man ein bisschen Herausforderungen hat. Aber dann habe ich gemerkt, wie diese Mission tickt. Man ist auf diese Secrets gestützt. Ich finde, man sollte dann keine Secrets draus machen, sondern die Schlüssel irgendwelchen Wachen geben, die sehr schwer zu erreichen sind. Das ist wirklich die bessere Alternative gewesen. Hier haben wir das Problem, ihr habt... Was? Pick your poison, Mother? So heißt die Mission? Pick your poison, Mother? Es ist mir das gerade erst aufgefallen, diesen Namen. Achso, nee, halt, pick your poison, das ist der Schwierigkeitsgrad. Ich denke mir gerade, hä? Wir haben Mutter genommen. ja, also sie, das sage ich sehr oft genug. Es ist No-Go, Secrets zu nehmen, um weiterzukommen. Gut, die waren jetzt nicht so schwer, die Schalter. Ich habe sie letztendlich gefunden nach, keine Ahnung wie lange, eine Stunde habe ich, glaube ich, jetzt für diese Mission gebraucht. Nach dem Schneiden sind es zum Glück keine Stunde, hoffe ich. Ihr wisst, was ich meine. Das ist, man sollte auf jeden Fall den Loot auch nicht knapp bemessen. Das sind 2500 und 2615 brauchst du für, wenn du alles haben möchtest. Und das sind nicht mal, das sind über 90%, das sind 98% oder so. Also viel zu viel und viel zu wenig, was man, also man hätte auf 2000 reduzieren sollen. 2000, okay, das wäre locker gewesen. Nein, stattdessen hat man sich hierfür entschieden und man musste die Secrets öffnen. Dadurch gibt das Gameplay keine so gute Bewertung, wie gesagt, als ich anfangs gedacht habe. Mir hat es am Anfang sehr viel Spaß gemacht, aber das hat es ein bisschen ruiniert, indem man halt diese Scheiße suchen musste und das alles so linear war dadurch, vor allem der Seilpfeil am Ende. Du hast den Seilpfeil dann bekommen, gehst zu den Räumen hin und dann, um den restlichen Loot zu bekommen. Du wirst quasi geführt vom Autor und das mag ich überhaupt nicht. Und das ist auch kein Thief. Thief ist, wo du die Freiheit hast, die dir Freiheit nimmst, wie du vorgehst. Es ist ein klares Ziel gegeben, ist okay. Aber wie du da hinkommst, das ist dir überlassen. Und das ist das, was dieses Spiel so ausmacht. Das schaffen leider nicht viele Autoren nachzuempfinden. Story gab es hier jetzt schon in der Beschreibung. Und ein bisschen konnte man da was rauslesen, aber das war jetzt nicht so... Also gut, das ging jetzt um Typen, der hat da seine Statue und seine eigene Galerie. Und das war's. Boom. Und wir stibitzen das. Und die Geschichte dahinter, wenn man die Beschreibung mal liest, sagt ja ein bisschen was aus über, dass er immer als Novize, der Keeper, angesehen wird und dass er diesen Titel nicht möchte. Und dass er sich jetzt einfach mal ranmacht, ein Dieb zu sein, weil er ein Dieb ist. So steht es in der Beschreibung.
und diese Wachen hier eine gute Übung für ihn sind. Deswegen macht er diese Mission, um sich was zu beweisen. Und das finde ich jetzt ist nicht so die genialste Story hinter dem Ganzen. Das ist sich selbst eine Motivation. Das ist, passt nicht zu Garrett, sich selbst eine Motivation zu geben und diese Wachen als Übung zu nehmen. Sonst macht er sowas nämlich immer, weil es einen wirklich einen großen Nutzen hat und nicht nur, weil er sein Ego pushen muss. Ne? Das muss er nicht machen. Das mit dem Ego pushen, das macht er automatisch. Weil wenn er sich denkt, ach komm, wir sind jetzt schon hier drinnen, da kommen, da holen wir uns alles. Oder wir machen es so, wir holen uns alles und lassen uns nicht erwischen. Das sind so seine Sachen. Weißt du? Das ist das, was passt schon eher zu Garrett. Er ist, wie gesagt, ein berechenbarer Krimineller, der strukturiert vorgeht. Der baut sich, der zeichnet ja nicht ohne Grundzeichnungskarten. Wenn er, zum Beispiel, wenn er gar ohne Karte irgendwo reingehen würde, das würde überhaupt nicht zu ihm passen. Das wäre so, okay, ich schweife ab, wie gesagt. Atmosphäre, es war ein bisschen so standardmäßig. Wir hatten hier ganz normales Häuschen. Waren sehr schön dekoriert. Aber es war wirklich nur Standardkram. Einfach ganz normal stupide. Deswegen auch nur ein Gut für die Atmosphäre. Jo, das war, ich wollte gerade sagen, Pick Your Poison Mother. Nee, das war Nonetheless Thief. Und wir sehen uns in einer anderen Thief-Mission wieder. Macht's gut. Tschüss.